Hallo liebe Radfreunde und natürlich auch alle anderen. Es ist soweit mal wieder. Ich gehe auf Tour. Heute werde ich begleitet von meinem Sohn Gabriel. Und das ist auch ganz schön so, dass er mitkommt. Da bin ich mal nicht so alleine auf der Tour. Wir haben jetzt nach einem harten Kampf Oebisfelde erreicht, von Hannover aus. Wir haben nur eine halbe Stunde Verspätung. Das ist ganz gut für die Strecke. Wir hatten gestern sintflutartige Regenfälle im Bereich Hannover, Hamburg, Berlin. Ja, die Strecken waren heute Nacht richtig zu. Der Bahnhof Hannover ist abgesoffen, wie ich unterwegs gehört habe. Die Halle war richtig vollgelaufen. Da fuhren noch keine Fahrstühle. Die Rolltreppen waren außer Betrieb. Da habe ich das Rad erstmal die Treppe hochgewuchtet. Da haben mir nette Mitreisende geholfen, das anzuschieben. Gabriels Rad hat wer anders hochgetragen. Wolfsburg war auch Chaos. Ja, fängt gut an. Kann ja nur noch besser werden. Ist ein bisschen bedeckt heute das Wetter, aber trocken. Ich hoffe, das bleibt bis zum Campingplatz so. Wir haben jetzt so knapp 19 Kilometer vor uns, wenn wir uns nicht verfahren. Dann werden wir am Allersee auf den Campingplatz für heute Nacht gehen. Morgen soll es weitergehen Richtung Gifhorn. Und am Sonntag dann bis Celle und von da hoffentlich mit wieder normal fahrenden Zügen bis nach Hannover. Ja, schauen wir mal drauf, was draus wird. Wäre schön, wenn ihr dann wieder mitfahrt. Also, viel Spaß. Ja, ich glaube, ja, geradeaus. Der Gabriel hängt mich hier richtig ab, der ist so schnell. Da komme ich ja gar nicht hinterher. Ja, Gabriel sagt gerade, die Kühe hier sind faul wie unser Hund. Oder vielleicht noch fauler, ne? Aber gut, als Kuh darf man das hier auch sein. Es ist ja auch ein schönes Wetter zum faul sein. Wir sind jetzt auch auf dem Weg nach Vorbisfelde. Ja, irgendwie so heißt es, glaube ich, kurz vor Wolfsburg. Da vorne geht es gleich wieder in den Wald rein. Gabriel gefällt es auch. Gabriel hat gerade eine Karte gefunden und er weiß auch, wo wir sind. Einen roten Punkt. Ja, richtig. Ach, und ich sehe jetzt auch, wie der Ort heißt. Vorbisfelde, nicht Vorbisfelde. Das habe ich Ihnen vorhin erzählt. Durch den Drömmling sind wir also gefahren. Oder heißt es über den Drömmling? Nein, hoch sind wir ja nicht gefahren. Ich habe jetzt den Drömmling immer für irgendwas Bergiges gehalten. Habe ich aber wohl mit irgendwas anderem verwechselt. Das scheint wohl doch eher so ein Naturschutzgebiet zu sein. Zumindest laut dieser Karte würde ich das so verstehen. Naja, wie dem auch sei, war trotzdem sehr schön, da durchzufahren. Aber jetzt werden wir doch hoffentlich mal wieder ein bisschen zivilisiertere Straßen finden. Ich habe auch einen unheimlichen Kohldampf. Ich wollte jetzt schon schweinemäßig sagen, aber das sagt man ja nicht. Nee, Hunger, 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 Hunger. Ich habe nur einen Teller Suppe heute Mittag gegessen. Ja, der Gabriel hat auch richtig doll Hunger. Ne? Wo ist er denn? Da ist der Gabriel. Hunger. Naja. Ich habe immer noch nicht die Hoffnung aufgegeben, dass es irgendwo ein Eis gibt. Ich hätte wirklich jetzt richtig Lust auf ein Eis. Also das Wetter ist entsprechend gut dafür. Ein Eis wäre toll. Eis? Ja, Eis, ne? Eis wäre klasse. Ja. Hier geht es jetzt ein Stück am Mittellandkanal entlang. Der eigentliche Weg ist gesperrt. Aber nach der Karte sieht das so aus, ob wir hier wohl auch zum Campingplatz kommen. Am Allersee sind wir jetzt angekommen. Das da drüben wird das Strandbad sein.
Da wollen wir aber nicht hin. Unser Campingplatz ist auf dieser Seite hier vom See. Kann also nicht mehr weit sein. An unserem Campingplatz, den wir jetzt erreicht haben, haben wir gleich vor der Tür einen eigenen Sandstrand. Wie wunderschön. Baden scheint es wohl auch warm genug für zu sein. Ja, das hat doch mal Gesicht. Wenn wir nachher Langeweile haben oder einfach nur mal schön haben wollen, machen wir eine Beachparty. Hier sind wir richtig. Einmal links rein. Da ist die Rezeption. Ja, super. Es muss nur noch wer drin sein, aber sieht so aus. Wir schauen mal. Und da sind auch die Fässer. Hier dürfen wir dann also unser Zelt aufschlagen. Gabriel hat schon festgestellt, wir haben einen Nachbarn. Der Weg zur Toilette ist nicht so weit, das ist ziemlich gut, finde ich persönlich. Gut, da kommen immer welche vorbei, aber das stört mich auch nicht. Und da kommt der Gabriel, der hat schon mal den Spielplatz inspiziert. Und, wie war der Spielplatz? Nicht so gut, der hat neu aufgebaut. Ach so, naja gut, kann man nicht ändern. Ne? Dann bauen wir jetzt unser Zelt auf und danach machen wir uns was zu essen. Hier gibt es einen Seiteneingang für den Campingplatz. Da haben wir auch einen Schlüssel für. Mein Sohn ist, ich habe ihn gehört, er ist irgendwo unterwegs. Er spielt schon wieder mit anderen Kindern, aber da hat er ja nie Probleme mit. Wenn man da rausgeht, kommt man direkt hier an diesen Strand, wo wir vorhin vorbeigefahren sind. Ja, ich nutze das jetzt nochmal für einen kleinen Abendspaziergang hier. Also mir gefällt das. Das ist echt ein guter Tipp hier, der Campingplatz. Wie gesagt, Campingplatz Allersee nennt sich der. Ist direkt bei Wolfsburg. Die Temperatur des Wassers ist durchaus als angenehm zu beschreiben. Naja, das ist mir jetzt noch ein bisschen spät und ich habe auch gar keine Badehose mit. Ich habe da auch gar keine Lust zu. Aber man könnte da rein. Viel mehr Lust hätte ich da drüben einmal, naja, da hinten. Ne? Hier da, auf der anderen Seite. Da scheint so eine Art Strandbad zu sein. Aber da werde ich jetzt mit Sicherheit auch nicht mehr rumlaufen. Ja, ich werde mich mal jetzt auf die Suche nach meinem Sohn begeben. Mal gucken, wo der sich so rumtreibt. Mal sehen, wenn ich ihn finde, melde ich mich vielleicht nochmal. Jetzt liegen wir hier in unserem neuen Zelt. Das ist eigentlich ganz gemütlich. Ja, Gabriel guckt gerade auf dem Handy noch ein bisschen Checker Tobi. Geht um die Türkei. Ja, hier lassen wir jetzt ganz in Ruhe den Abend ausklingen. Und dann werden wir gleich noch die Zähne putzen gehen. Und dann werden wir mal gucken, ob wir hier gut schlafen können. Also gute Nacht, bis morgen. Guten Morgen. Die Nacht ist überstanden. Es war eigentlich recht ruhig hier. Bis 1, 2 war noch so eine Party da am Teich, aber das hielt sich auch in Grenzen. Zugverkehr habe ich nicht viel gehört, der hier so sein soll, aber nee, das war in Ordnung. So, wir haben gefrühstückt, wir waren duschen. Jetzt heißt es Chaos beseitigen, aufräumen. Gabriel ist erstmal wieder spielen gegangen. Und dann werden wir heute Richtung Gifhorn fahren. Das sind nicht ganz 40 Kilometer, ohne Umwege gerechnet. Ja, mal sehen, wie der Tag wird. Das Wetter ist ein bisschen bedeckt, aber es ist trocken. Kalt ist es nicht. Ich habe mir trotzdem eine Jacke übergezogen, ein bisschen Wind dabei. Ich hoffe, dass der nicht so von vorne kommt. Und wenn, dann können wir es ja auch nicht ändern. Naja, ich werde mich jetzt erstmal ins Abbauen machen.
Prinzip sind wir jetzt startklar. Ich muss jetzt nur mal gucken, ob ich meinen Sohn davon überzeugen kann, dass wir losfahren wollen. Für diejenigen, die nicht so gerne im Zelt schlafen, gibt es hier auch 5 solcher Campingfässer. Diese beiden hier sind für 2 Personen, sind dann etwas kleiner. Und dann gibt es hinten um die Ecke nochmal 3 Stück, da können dann 4 Leute drin schlafen. Wir sind jetzt hier mitten in Wolfsburg. Hinter mir der Bahnhof und das Pheno. Ich glaube zumindest, dass das Pheno ist. Bin mir da aber auch nicht so sicher. Auf jeden Fall sind wir hier gestern schon mal gewesen. Von hier aus sind wir dann nach Oebisfelde gefahren und von Oebisfelde dann ja zum Campingplatz. Wir werden jetzt irgendwann demnächst mal eine etwas größere Steigung fahren müssen. Alles bei Gegenwind, versteht sich. Ne? Das wäre sonst langweilig. Ja, mal gucken. Das geht jetzt Richtung Fallersleben. Aber ich hoffe ja, dass man von da vielleicht irgendwie... Vielleicht hat man ja eine schöne Aussicht. Wird sich vielleicht lohnen. Aus irgendeinem Grund wird der Weg da lang geführt sein. Und diese Aussicht auf das riesen VW-Werk in Wolfsburg sind wir jetzt also den Hügel hier hochgefahren. Es war ein bisschen anstrengend, aber es ging noch. Sind ja immer die Beine bei mir. Aber gut. Was soll's. Trotzdem schön. Jetzt noch ein bisschen blauer Himmel und Sonnenschein. Da wäre das Ganze natürlich noch schöner. Aber ist ja ein riesen Teil, dieses VW-Werk hier. Da kann ja Hannover nicht gegen einstinken mit seinem kleinen Transporterwerk. Gabriel hat es auch gut den Berg hoch geschafft. Ich glaube, Gabriel hat den Berg sogar besser geschafft als ich. Aber auch ich bin hochgekommen. Jetzt haben wir den Spielplatz doch noch gefunden. Es war gar nicht nur die Seilbahn. Das ist ein richtig schöner, neuer Spielplatz. Wir werden jetzt auch gleich hier unser Mittag einnehmen. Haben noch Brezeln von gestern, ein paar Käsestücke, Würstchen, Salamis. Und eine Bionade Orange Ingwer. Das werden wir uns jetzt schmecken lassen. Das ist jetzt der Schlosspark von Fallersleben. Natürlich hat Gabriel gleich von Weitem den Spielplatz gesehen, den wir dann natürlich auch einen kleinen Halt einlegen müssen. Hier gibt es so einen Naturbeobachtungsposten. Das ist bei Ilkerbruch. Kann man hier so gucken. Ich habe vorhin schon mal geguckt. Hier liegt unten eine kleine Schlange.
Hintergrund habe ich jetzt endlich meine Eisdiele gefunden. Geht doch. Und hier ein paar Standardbilder. Wir beim Eisessen. Naja, weniger beim Essen, aber hier einmal unsere Eisbecher. Und hier vor dem Kaufhaus Schütte, das alles hat, vom Grill bis zum Pfannenwender und Spielwaren und hast du nicht gesehen, in Gifhorn, möchte ich einmal Grüße loswerden an die Mosel, und zwar an Tanja, Carsten, Dan, Luis, Melle, ja, Robert, Elisabeth, ach, wie sie alle heißen, ne? Ja, ein Hannoveraner schickt aus Gifhorn Grüße an die Mosel. Das ist doch mal klasse. Hier ist wieder alles aufgebaut auf dem zweiten Zeltplatz. Der Spielplatz ist gleich nebenan. Wasseranschluss, nicht weit zu den Waschhäusern. Ich koche jetzt gerade unser Abendbrot. Gabriel ist unterwegs mit ein paar Kindern. Er sollte aber hoffentlich so eine Viertelstunde wieder da sein. Wir haben uns unterwegs so ein bisschen Geschnetzeltes gekauft. Nudeln hatte ich noch mit. Da kommt jetzt gleich noch so eine Flasche Knoblauchsoße mit rein. Das schmeckt dann wirklich gut. Schönen guten Morgen, willkommen am dritten Tag unserer Radtour auf dem Allerradweg. Wir sind schon vom Zeltplatz aufgebrochen, Frühstück hatten wir noch nicht. Wir werden jetzt mal gucken, ob wir irgendwo einen Bäcker finden, der offen hat. Es ist Sonntag. Ja, heute soll es bis Celle gehen. Ist wieder ein bisschen windig, heute Morgen hat es geregnet. Das Zelt war dann aber trocken zum Abbauen. Jetzt fahren wir erstmal nach Wiltsche zurück und dann geht's rechts ab Richtung Celle. Ja, jetzt sind wir aus Wiltsche schon wieder raus und haben hier leider noch keinen Bäcker gefunden. Wir haben hier erstmal zwei Würstchen gegessen, die wir noch aus dem Glas hatten. Ich glaube, das nächstgrößere ist erst Mühen in 7 Kilometern. Gucken, ob da noch ein Bäcker auf hat. Sonst müssen wir mal gucken, vielleicht gibt es auch eine Döner- oder Bratwurstbude oder so. Irgendwo kriegen wir das Herz, zur Not müssen wir Chips essen, die habe ich auch noch dabei. Auf jeden Fall geht es jetzt erstmal hier gleich wieder so einen Waldweg lang. Naja. Das hier ist wiederum mal wieder so ein Weg nach meinem Geschmack. Das stört mich auch nicht, dass der nicht geteert ist oder so. Der lässt sich schön fahren. Und hier im Wald hat man auch eben keinen Wind. Wie es aussieht, kommt sogar ein bisschen Sonne heute mal durch. Wir sind jetzt in Mühlen an der Aller. Haben noch einen offenen Bäcker gefunden. Ja, wie man sieht, das Wetter ist nicht so schön. Wir mussten zwischendurch anhalten und uns die Regensachen anziehen. Ja, dann sind wir erstmal bis hierher gefahren. Jetzt haben wir mal was im Magen gekriegt. Leckere Laugenbrötchen und ein Schokocroissant. Ja. Und da ist der Gabriel. In einer vollen Regenmontur. Die ist gut, ne? Da wird man innen drin nicht nass. Der Papa sieht so ähnlich aus. Aber meine Brille. Ja. Mal sehen, ob wir die Brille gleich abnehmen beim Fahren, ne? Aber es geht auch so, hast du ja gesagt. Ja. Okay. Der Gabriel nimmt erstmal einen Snack zu sich. Machen wir eine kleine Pause. Es regnet mal doller, mal weniger doll. Und es wird auch wohl den ganzen Tag so bleiben. Oh gut, das sind jetzt noch 25 Kilometer laut Schild bis Celle. Und dann müssen wir da noch bis zum Bahnhof. Mal gucken. 3-4 Stunden, denke ich. Hier bekommen wir tatsächlich noch mal die Aller zu sehen.
Sehr häufig kommt man nicht an hier vorbei. Wetter ist egal, Eis gibt's trotzdem. Heute haben wir richtig mal viel von der Aller mitbekommen. Also im Verhältnis zu den letzten beiden Tagen auf jeden Fall. Schade ist, ich kann heute nicht ganz so viel filmen, weil meine Kamera nicht wasserdicht ist. Es regnet jetzt schon wieder ein bisschen, jetzt stehen wir aber gerade unterm Baum. Wir hatten zwischenzeitlich mal die Regensachen ausgezogen, haben dann aber die Jacken jetzt zumindest an. Hi Gabriel. Hi. Na, da sieht man das, top modern. Aber die Hosen haben wir diesmal weggelassen. Naja, jetzt haben wir es noch 10 Kilometer bis zum Bahnhof ungefähr. Ja, aber eigentlich ist das hier ganz schön. Mit ein bisschen Sonnenschein wäre das sicherlich eine ganz feine Tour. Mit dem Blick auf die Zeller Haftanstalt endet jetzt fast unsere Fahrradtour. Wir sind jetzt noch knapp 300 Meter bis zum Bahnhof. Hier haben wir, ja, eine gute Frage. Ich glaube, dass das hier gar nicht die Aller ist, sondern die Fuse. Aber vielleicht ist es auch die Aller, von der wir uns hier dann verabschieden in dem Fall. Ja. Ja, und dann fahren wir jetzt gleich zum Bahnhof und gucken mal, mit was für einem Zug wir fahren können. So, jetzt sind wir hier in der S-Bahn nach Hannover. Das ist jetzt das Ende unserer Fahrradtour. Jo. Und wie war es, Gabriel? Gut, ne? Hat zwar heute ein bisschen viel geregnet, aber irgendwie war das ja auch ganz lustig, so mit den richtigen Regensachen. Gestern war es ein bisschen windig, da war es dann auch ein bisschen anstrengend. Aber ansonsten war es eigentlich eine schöne Fahrradtour. Und machst du mit Papa nochmal eine Fahrradtour? Ja, vielleicht. Ne? Ein bisschen Pause mal. Aber vorm Urlaub fahren wir, glaube ich, auch nicht. Also, dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis nächstes Mal. Tschüss. Ja.